Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat, heute mit einer neuen Folge des Basteltags. Viel Spaß! Hallo, bonjour. Heute bauen wir die Taquet Française. Falls jetzt einige Leute ein wenig irritiert sein sollten, es handelt sich um die französische Variante des French Cleat Halters. Also, fangen wir mal an. Wie bei allen French Cleat Haltern benötigen wir als allererstes ein Stück Abfallholz. Denn aus Abfällen baut sich sowas eigentlich am besten, wenn man nicht weiß, wohin sonst. Mit dem Material kann man immer noch kleine Halter bauen, nicht wahr? Also, Resteverwertung auf Heimwerkerart. Wir bauen uns einen French-Cleat-Halter. Ich schneide mir von dem Brett jetzt natürlich erstmal ein Stück ab. Und so habe ich vom Rest immer noch einen Rest. Damit das nachher einigermaßen symmetrisch ist, ziehe ich mir jetzt zunächst hier einmal zwei Hilfslinien. Und an diesen beiden Punkten lege ich mir nun mein Werkzeug an. Und weil das so wunderschön aussieht, machen wir das Ganze auf der Seite auch. Das ist doch hübsch. Und das schneiden wir nachher aus. Eine kleine Sache muss ich allerdings noch einfügen. Nämlich diese beiden Kurven. Und weil mir das mit den Wellen hier zu kompliziert ist zum Aussägen, werde ich die einfach abschneiden. So, erster Teil geschafft. Jetzt noch eine Kontrolle. Passt so einigermaßen, nur an der Länge konnte ich jetzt nicht viel machen, weil das Brett war halt nicht breiter. Aber sollte funktionieren. Und damit gehe ich jetzt an die Bandsäge. Also Musik ab.
zu, liebe Leute. Jetzt haben wir schon eine Cleat, was auf Deutsch Klampe heißt oder auf Französisch Taquet. Taquet français. Also fehlt uns noch die französische Klampe. Die machen wir jetzt. Im Übrigen leitet sich davon das Wort Taquelage ab. Von diesem Taquet. So ist dann unter Zuhilfenahme von ein wenig Farbe die nationale Kennzeichnung aufgetragen worden. Nun ist es eine Taquet française oder auf Englisch French Cleat. Was ihr damit machen könnt, ihr könnt es an der Wand befestigen und eine Jacke aufhängen, ihr könnt auch ein Seil dran befestigen. Mal sehen, was ich damit treibe. Irgendwann wird es euch wieder begegnen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass jedes Mal, wenn ihr das Wort French Cleat in den Mund nehmt, euch dieses Gebilde einfällt. Eine Taquet française oder auch French Cleat. Mit den bei uns gebräuchlichen Keilleisten zur Werkzeugaufnahme hat dieses Teil relativ wenig zu tun. Ich hoffe, euch hat dieses Video genauso viel Freude bereitet wie mir. Ihr dürft mir gerne ein Abo dalassen, seid gespannt auf den nächsten Schabernack, wahrscheinlich geht es jetzt weiter mit dem Crafter. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, beehrt mich bald wieder, winke winke, sagt euer Corvus Laborat und tschüss.